kann er alleine auffüllen. Ja, wo ist er denn? Da fährt der Stumme. Da ist der LAW. Brauchst du noch einen auf dem Feld, Anja? Weiß ich doch nicht. Stell mir ja hin, wenn er nirgendwo anders gebraucht wird. Das ist ja hier Fahrt, sonst würde ich noch Freiplatz hinstellen. Zur Not können wir den auch da wegholen. Cool. Keine Ahnung. Woher, wieso, weshalb und warum? Thorsten, was gab es bei dir eigentlich zu Mittag oder zu Abendessen? Mittag nicht. Das Leibgericht. Ja. Und Abend habe ich wieder nur eine Stulle mit Salami gegessen. Oh jo. Ja. Kein Wunder, dass du nicht stabiler wirst. Bei mir gibt es heute Abend Pizza mit Dönerfleisch. Naja. Aber das gab es bei meinen Zuschauern als Abendessen oder Mittagessen. Vielleicht, Opi, vielleicht mache ich heute Abend auch nochmal ein Ei-Omelett. Oh ja, Eier-Omelett. Eier-Omelett. Du meinst gerührte Eier in die Pfanne schmeißen. Genau. Und dann mit Speckwürfel dazu anbraten. Leicht braten lassen. Das schmeckt gut. Ich hätte ja zuerst den Speck in die Pfanne geschmissen und dann die Eier drüber. Ich schätze, das wird er auch machen. Zuerst den Speck anbraten und danach die gerührten Eier drüber. Ja, und dann wird das Zeug noch ein bisschen rumgeschmissen, dass das alles sich verrührt. Und dann hast du Rührei mit Speck drin. Mhm. Dann ist das aber kein Omelett. Nein, ich nenne das aber Omelett. Ach so. Ich weiß, da gehört noch ein bisschen anderes dazu. Bauernfrühstück? Ja, kann man auch sagen. Das ist auch überall verschieden. Bauernfrühstück. Wir kriegen jetzt die Bauern her für das Frühstück. Ich habe noch keinen Bauern in der freien Wildbahn gesehen und gefangen für das Frühstück. Das sollte Gold sein. Dann ja, in Kinderriegel sind auch keine Kinder drin. Nee? Nein. So ähnlich verhält sich das auch mit der Bierwurst. Da ist auch kein Bier drin. So was aber auch. Und die Jagdwurst ist dann auch kein Jäger drin? Nein, und im Bärchenwurst sind keine Bären drin. Ach man. Frühlingszwiebeln dabei, Thorsten. Ich glaube, der Thorsten weiß noch nicht mehr, wie Frühlingszwiebeln aussehen. Nee, Zwiebeln kommen bei mir da nicht rein. Frühlingszwiebeln. Opi, ich weiß, was Frühlingszwiebeln sind. Ja, gut. Da weiß ich dann nicht, ob du das weißt. Opi, bäh. Ja, danke. Hab dich doch auch, Dieb. Ja.
Ja, abracadabra. Wird? Einfach so. Pfeffer und Salz. Kein Pfeffer. Ja, Pfeffer ist mal gar nicht so wichtig, aber Salz ist wichtig. Pfeffer mache ich nicht rein, Salz ja. Aber nicht das normale Speisesalz, sondern das Jod mit drin. Ist doch auch Speisesalz. Da ist aber Jod mit drin. Sollte genau, man vor allen Dingen nicht benutzen, wenn man schilddrüsenkrank ist. Nein. Jodsalz. Da darfst du es nicht benutzen. Das ist richtig. Wohl, Anja, von Herbie und dem Wassermarsch von Nils. Herbie streckt die Zunge raus. Wohl. Dann brat ich auch oben groß raus. Danke. Los zusammen. Warum nicht, Opi? Oh, Opi. Ich kann dir nicht den genauen Vorgang sagen, warum man das nicht soll. Ich weiß nur von den Ärzten, dass man es nicht soll. Prost. Treffe ich nicht hinterher? Jaha. Du hast Krieger die Zimmer rausgestreckt. Danke, Hörri. Anja, fahr gerade. Fahr doch gerade. Und Hörri wird hier die Zunge rausgestreckt und Dorsten. Die ding, 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 ding. Morgen haben wir 12 Uhr. Morgens 8 bis abends 8. Mhm. So ist das. Und ich weiß nicht, was ich mir morgen zum Essen machen soll. Nils kriegt auch die Zunge rausgesteckt. Weiß ich auch nicht. Irgendwann hat nicht schwer im Magen liegt. Du hast ein Lümmel von Nils. Irgendwas, was nicht schwer im Magen liegt. Ja, ja, weiß ich jetzt. Oder irgendwas, was du zwischendurch schnabulieren kannst. Zuerst den Mutter anmachen, in die Klicke gehen. Ja, wirklich Schneebälle ab. Die, ding, die, ding, die, ding. Kann ja, hä? Mit Erdbeeren? Ich hab doch keine Erdbeeren. Ist auch gar keine Saison dafür. Da hast du wohl recht mit. Aber da die Welt ja immer kleiner wird, ist es eigentlich immer Saison. Und wieder zurück zu Anja. Mhm. Erdbeereis. Ich glaube, das sind Vorschläge, was heute Morgen essen kannst. Ich habe kein Erdbeereis. Ja, einkaufen? Zu spät. Nö, noch nicht. Die Geschäfte haben noch offen. Doch, für mich ist es schon zu spät. Weil ich glaube, meine Mutter hat echt keine Lust mehr, mit mir einkaufen zu fahren. Ein Laden in reichbarer Nähe?
Geruß? Doch. Aber? Aber um 21 Uhr ist es zu. Meine machen um 20 Uhr zu. Wenn, hast du schon Schoko-Cappuccino gemacht, um Nils? Der ist schon im Magen. Und heute gibt's auch keinen weiteren. Vielleicht mache ich mir morgen einfach nur Brot. Da kann ich dann zwischendurch mal reinbeißen. Ja. Tanja ist ein Feini vom Nils. Was ist denn mit dem Nils heute los? Ja, weil ich schon Cappuccino getrunken habe. Ah. Ein Apfel am Tag, den Doktor dir spart. Mhm. Wie kommst du noch auf den Kram? Einfach so, weil ich heute Morgen einen Apfel gegessen habe. Nils E. von Herbie mit Schlabberlappenterror. Schlabberlappenterror. Wäre auch eine gute Überschrift. Schlabberlappenterror. Schlapperlappenterror, Schlapperlappenterror. Hey, Herbie, selber. Ich überlege, was ich mir morgen zu trinken mache. Milch? Hä? Wie zu trinken mache ich? Ich mach mir nie zu trinken. Ich stelle mir die Flasche hier hin. Ja, vielleicht mache ich mir auch Tee. Ach so. Grüner Tee. Du kannst mir mal am Abend begegnen mit dem grünen Tee. Geh weg. Mir schmeckt das Zeug nicht. Ich hab's ausprobiert. Ein Schlauch mit Wasser an, ja, von Herbie. Ja, super. Ein bisschen Abwechslung zwischen Saft, Wasser und eventuell Schoko-Cappuccino. Ein bisschen Tee dazwischen. Dass es nicht einseitig wird. Kann ich Unfug erzählen. Oder Anja, ja, du kriegst eine Puller. Was? Nils schickt dir eine Puller. Du sollst dir eine Puller machen. Toll. Eine Babyflasche. Toll. Nein, nein. Jetzt brauche ich nur drauf zu warten. Worauf? Wirst du sehen, wenn es passiert. Mhm. Kann ich nicht hier auch schon drauf fahren? Natürlich. Ich hab dir mal so einen LKW hier hingebracht. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Und Herbie lacht dich kaputt. Ja, wenigstens einer lacht, ne? So, jetzt können wir den Mais wegfahren. Die.